So Leute, willkommen zurück zu Monster Hunter World. Meine Freundin ist auch mit dabei. Hey! Und wir gehen an den tiefgrünen Blues. Bedeutet, wir werden es mit richtig harten Monstern zu tun kriegen. Was für ein Camp nehmen wir? Wir sind im uralten Wald. Das in der Mitte. Okay, das wäre das 8er. Ich mache auch einen Gutschein an, weil wir kriegen extrem viel, wenn wir diese Quest schaffen. Es wird nicht einfach, aber wir versuchen unser Bestes. So, Quest ist offen. Ich überlege gerade, ob Elektro wirklich so eine gute Idee ist, aber gegen den Rathalos halt. Ich nehme auch ein paar Fallen mit. Und alles drum und dran. Hätte ich auch machen sollen. Mach doch. Wir sind ja noch nicht bereit. So, ich nehme auch extra wieder Lebenspulver und alles mit. Dass ich uns im Notfall einsprühen kann mit zumindest Lebenspulver und Hülsenpulver nehme ich mal mit. Habe ich aber auch nicht mehr viel von, muss ich mal nachproduzieren. So, dann gehen wir noch was essen. Meinst du, ich sollte mir noch eine bessere Rüstung zulegen? Ja, kann sein. Weil ein bisschen Feuerresistenz wird wahrscheinlich nicht schaden. Mensch, Mensch! So, Ausrüstung schmieden, Rüstung. Dann gucke ich nämlich gleich nach dieser Halloween-Rüstung. Ernte-Set. So, dann müsst ihr auch mein Gesicht nicht mehr sehen. Was? Ja, wegen der Halloween-Maske. Okay, hier haben wir mehr Verteidigung, aber die Feuerabwehr bleibt gleich. Ich weiß gar nicht, wie viele Coupons wir noch übrig hatten. War das schon der letzte? Ne, einen haben wir noch. Ne, wir haben sogar noch zwei, oh. Können wir uns das ganze Set machen. So, dann noch was essen gehen und dann geht's los. Auf Großwildjagd. Du hast schon gegessen? Ja. Hab auch schon alles mitgenommen. Sehr schön. Dann hauen wir uns mal das Überraschungsgericht rein. Ja, als Nahrungsfähigkeit haben wir coole Katze. Ich hoffe, das hilft irgendwas. Auf geht's. Denn ein Kumpel von mir hat sich jetzt auch Monster Hunter gezockt und mit dem werden wir ein bisschen zocken und dann müssen wir mit unseren großen, starken Rüstungen und Waffen angeben. Und dann wechsle ich zum Dudelsack. Willst du zum Dudelsack wechseln? Nein. Ich meine, auf unserem Level, wir können es uns erlauben, neue Waffen auszutesten. Ich wollte ja eigentlich auf das Ding umsteigen. Langschwert? Halt auf das Katana. Ja, kannst du machen. Aber ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann. Ich meine, wir üben ja eh erstmal, von daher. Kannst du ruhig dann testen. Vielleicht nehme ich dann auch mal eine Nahkampfwaffe. Müsstest du nicht immer so viel kaufen? Das stimmt. Aber ich habe jetzt goldene Eier verkauft und habe damit irgendwie 100.000 gemacht. Also, die nächsten paar Munitionskisten sind bezahlt. So, mal gucken, welche Monster wir zuerst begegnen. Ich würde mir ja wünschen, dass wir einem kleinen Monster begegnen, aber so wie ich die Sache kenne, begegnen wir gleich wieder im Rathalos, auch wenn da Tobi Kadachi Fußspuren waren. Okay, mich führt's hier hoch zum... Ja, mich führt's zum Tobi Kadachi und dich. Ich bin direkt hinter dir. Achso, ich dachte, vielleicht führen dich deine Spähkäfer in eine andere Richtung.
Dann lade ich schon mal Spezialmunition nach. Ah, da vorne ist er ja. Ja, ich greife ihn an! Oh ja! Brüll uns nicht an. Der hat Angst vor uns. Aua. Entschuldige. Aber ich habe ihn mitgetroffen. Ich habe mit Piercing geschossen. Ja, du hast durch mich durchgepierst. Das tut mir leid. Ich habe es in meinem Blinddarm gespürt. Der ist jetzt ab. Blinddarm-Operation von Dr. Wolf. Einfach mit dem Bogengewehr durchgeführt. Ach, der wollte ja sich eine Arena schaffen. Wer? Der Tobi Kardashi, ich meine, der ist hier in so eine Kreisfläche gerannt. Warum kriegen wir die Dinger mit den Ohrstöpseln? Da müssen wir uns Amulette schmieden. Also diese Deko-Sachen. Bei mir, die muss ich einfach kurz abholen. Oder jemand mit dem Dudelsack muss uns irgendwas spielen, das uns das erlaubt. Au. Der hat mich umgehauen? Ja. Bin ich so wenig Blitzverteidigung oder macht er wirklich so viel Schaden? Aua. Ich bin unterwegs. Ich bin verwirrt. Oh nein. Knödel, beschütz sie. Beschütz mich. Ja, High-Level-Quest, ne? Was habe ich eigentlich erwartet? Das ist meine Riesen... Fassbombe rein. Stimmt, davon habe ich auch. Es ist ein bisschen sauer. Ich höre ihn schon von hier. Zur Sicherheit kram ich schon mal den Lebenskraftmantel raus. Das ist eine gute Idee. Ja, der hat wieder eine Wurzel getroffen statt den Tobi Kardashi. Aber es ist gut, dass wir ihn töten. Meine Waffe wird besser, wenn ich genug Teile von ihm habe. In welche Richtung? Da lang. Hier oben spielt die Musik. Wo meine Frostbomben hin? Weiß ich nicht. Hast du schon alle aufgestellt? Ich hab zwei aufgestellt. Also von den Mega-Fassbomben kann man nur zwei tragen. Oh. Das wollte ich nicht. Oh. Au. Blitzattacken. Ja, da vermisst man glatt das Feuer. Ja. Steckt er fest? Nein. Au. Leichte Lecks, ich weiß nicht warum. Weil du aufnimmst. Ja, aber vorher waren die nicht so extrem. Muss vielleicht in den Grafikeinstellungen irgendwas runterstellen.
Dein Lebenskraftmantel ist hinziehen, lieber mal aus. Wie soll ich ihn ausziehen? Einfach wieder drauf gehen und eh. Ich ziehe ihn fast nie aus. Ich ziehe ihn meistens aus, weil wenn er leer ist, dann regeneriert er sich eher, wenn man ihn ausgezogen hat. Ich finde ihn nicht mal. Ja, der ist dann so mit dem X versehen. Vorsicht, der kommt für dich. Oh ja. Das ist im Englischen besser als coming for you. Aua! Nee, weg, auch spring, nicht. Spring irgendwo runter. Er hat mich runtergeschubst. Oh Gott, er fliegt. Ich weiß nicht wohin. Falls er dir nachkommt, renn. Er kommt mir nach. Wo ist mein Mega-Heiltrank? Verdammt, das Mistvieh. Au. Warum werde ich so gemobbt von dem? Ich weiß nicht, was er gegen dich hat. Ich pierce den die ganze Zeit. Ich existiere. Was ist mein Kraftmantel? Weiß ich nicht. Bist du wieder ein bisschen fitter? Ja. Wo ist er hin? Er ist nach oben geflüchtet. Wenn uns schon der... In welche Richtung ist er? Da. Meine Spähkäfer sagen mir, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Wenn uns schon der Tobi Kadachi so Probleme macht. Ob wir noch ein paar andere Monster fangen sollen. So, töten. Gut, dass ich Fallen mitgenommen habe. Wir bräuchten eine größere Gruppe von Leuten. Ja. Sergei, bitte kommen. Ja, der lädt ja noch das Spiel runter. Und Pasch auch. Pasch ist, glaube ich, noch nicht weit genug. Aber das Problem ist halt, wir haben nicht die Leute, die weit genug sind. Obwohl, ich kenne, glaube ich, sogar einen, der weit genug ist. Wen? Naja, den kennt hier eh keiner, deswegen kann ich das ruhig sagen. Das wäre der liebe Sascha. Gruß, falls du irgendwann mal an dieser Stelle zusiehst. Weil ich weiß, du hast das Spiel auch sehr viel gespielt, als wir angefangen haben. Bleib stehen! Das macht er sogar. Hast du ihm eine Blitzbombe ins Gesicht gehauen? Ist das ein Ja? Ja. Oh Gott, ich sterbe. Gleichfalls. Aber du noch mehr als ich. Oh, halt du nicht rum. Aua. Warum hasst das Vieh dich so? Hier. Alle hassen mich. Das stimmt überhaupt nicht. Au. Du Mistvieh, hier drüben spielt die Musik. Ich schieß dir ins Gesicht. Er schießt dir ins Gesicht. Im Mega-Schildtrank. Obwohl, du bist Schildtrank. Mega-Schildtrank. Zu vorne gespielt. Ja, ich bin irgendwie komplett raus. In früheren Monster-Hunter-Teilen war es immer so, dass Monster viel mehr Aggro auf Jäger haben. Wir sind Jäger.
Schützen meine ich. Ich habe so ein Flügelvieh getroffen aus Versehen. Da macht er nichts. Oh, ich habe ihn aus der Luft geschossen. Ich komme nicht mehr ran. Kannst du nicht irgendwie draufhauen? Ballern die Katzen gerade mit ihren Brandbomben mit auf das Vieh? Ich glaube, die hauen eher auf uns und wir stehen bei ihm. Kann natürlich auch sein. Ah. Oh Gott, du bist fast tot. Ich bin vergiftet, warum? Weiß ich nicht. Halt dein Gift. Ja, sagst du so leicht. Braver Tobi Kadachi. Lieber Tobi Kadachi. Mich nicht umbringen, der Tobi Kadachi. Macht er doch nicht, du hast kein Leben verloren. Ja, bis jetzt kann ich ausweichen und ihn abschießen. Aber zur anderen Richtung. Also sollte ich ihn umbringen, hoffe ich eher despawn nicht, dass du ihn auch looten kannst. Aber das ist reine Notwehr, was ich hier tue. Ja, ist zu schnell. Kannst du ihn lähmen oder vom Himmel holen oder so? Lähmen kann ich probieren. Ich habe ein bisschen Lähmung dabei. Er rennt weg. Aber er dürfte fast tot sein. Ah, Pucki Pucki ist in der Nähe. Wenn wir schon gegen das Vieh so Probleme haben, wie soll das dann mit dem Ratterlos ausgehen? Und Anjarat. Ja. Mussten wir ja auch noch machen. Au! Tut mir leid, dass ich dich getroffen habe, aber ihm habe ich ordentlich Schaden gemacht. Oh, Pucki. Ja, wenn der jetzt den Pucki umbringt, wäre natürlich super. Oder andersrum. Ich bin gerade von dir ausgewichen. Ich habe bloß deine Axt gesehen und dachte, da ist irgendwas Großes hinter mir. Fortnite Flashbacks. Er humpelt weg. Sehr schön. So, dem anderen habe ich noch ein bisschen was mitgegeben. Hör auf mich abzuschütteln immer, du Hässlicher. Er hat doch nicht mehr viel. So langsam dürfte er ruhig mal den Geist aufgeben. Bist schon weggehumpelt, warum mache ich dir so wenig Schaden? Jetzt bist du immun dagegen, oder was? Ha? Nicht du. Ja, seine komische Blitzrüstung. Flausch. Ja. Wenn du brüllst du an, da ist niemand.
Volltreffer. Okay. Der ist sogar noch gestorben, bevor die Dinger hochgegangen sind. Ja. Boah, das ist echt Tobi Kadachi Plus. Ja. Okay, den nächsten suchen. Am besten den Poki Poki, oder? Ja. Warte, was müssen wir alles umbringen? Poki Poki, Rathalos, Anjarat. Den Groß Jagras. Jagra. Jetzt weiß ich, warum die so viel Geld für diese Mission zahlen. Ist er noch da? Ja, ist er. Auch wenn ich es mir wünsche, der Pucki Pucki ist wahrscheinlich auch nicht normal, oder? Sei für dich. Wohin rennt er? Weiß ich nicht. Warum rennt er überhaupt? Ich meine, wir haben ihm doch kaum was getan. Eigentlich eine gute Idee. Obwohl, ich habe meinen Spezialschuss schon ausgerüstet. Gleich schon mal das Material für mehr Munition sammeln. Volltreffer, aua. Bist du klar mit der Vergiftung? Oh Mann, bald habe ich kein Gegengift mehr. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir dir irgendwie eins herstellen. Ich hasse es, an dir solche Munition verwenden zu müssen. Je. Giftnebel. Ah, warum kommt ein Giftnebel aus seinem Mund? Weiß ich nicht, ich dachte, der kommt nur aus seinem Hinterteil. Ich habe noch ein Gegengift, das ist nicht so. Ist unter Umständen ein wenig zu wenig. Dann müssen wir gucken, dass wir dir aus Gegengiftpilzen. Das waren natürlich die guten Schüsse. Dass wir dir aus Gegengiftpilzen irgendwas machen. Es ist auf seinem Rücken. Hau ihn um. Wenn es klappt. Du hast ihn umgehauen. Hä? Ich hab ihn nicht umgehauen. Wenn, dann war es eine Katze. Wenn du es nicht warst. Eine Katze? Ja. Also, Red oder Knödel. Weil ich hab grad nicht auf ihn geschossen. Weil ich dich nicht runterschmeißen wollte. Jetzt ist er sauer. Und rennt weg.
gefunden. Die Käfer zeigen mir gerade keine Richtung. Ja, lang. Okay. Wenn du auf dem Weg Gegengiftkraut siehst, nimm mit. Jetzt normales Kraut. Das ist egal, ich kämpfe diesen scheiß Nebel. Komm, zurück nach unten! Treffe ich ihn nicht. Wie ich Gift im Allgemeinen hasse. Anja Rat entdeckt. Ja, moin. Ich werde kurz mal in Deckung gehen, dass die das unter sich ausmachen. Oder wir rennen einfach dem Dings hinterher und kümmern uns überhaupt nicht um Anja Rat. Aber es scheint ein normaler Anja Rat zu sein. Er hat mich eben im Schweif getroffen und ich lebe noch. Beruhigend. Kein High-Level an ihr Rad. Das tut wirklich gut zu wissen. Ihr Zuschauer wisst gar nicht, wie gut das tut. Der braucht nicht so lange. Und wir haben schon wieder 3 Viertel von unserer Zeit verballert.